Freunde der Nacht, Servus beinannt. Die Anna hat einmal so eine Umfrage gemacht auf den Instagram, nee, auf YouTube hat sie es gemacht, was er der Andi für neue Waffen gekauft hat. Der Tag ist gekommen, bei strömenden Regen stelle ich euch mal Knarre vor. Das meistens haben sie eh schon richtig gehabt, wer mir kennt, was es. Mauser M18, Waldjagd-Ausführung, weil Waldjäger, klar. Kaliber für Männer, 8x57, Gecko Plus Schieße. Bloß, dass ihr mal wisst, was da drin ist. Funktioniert mit ihrer Waffe sehr gut. Ich mache jetzt einmal das Schloss zu, dass es nicht neiringt. Funktioniert sehr gut. Ist beim Ausschuss nicht ganz wildbrettschonend, aber man kann sicher gehen, du hast anständig Böschzeichen und das Licht. Also es nimmt jetzt keine 2 Pfund mit raus, es ist halt manchmal dann so ein Ausschuss. Aber das ist völlig in Ordnung nur für mich. Warum die M18? Erstens, weil es ein Mauser ist und ich mag Mauser. Zweitens, weil sie nicht viel kostet. Und drittens, weil sie einfach ist. Das ist ein Plastikschaft, die ist jetzt nicht die schönste Waffe, aber sie ist sehr funktional, also 3-Stellungssicherung à la Mauser. Also einmal scharf, muss gespannt sein, sonst geht es sicher nicht. Das ist ein wenig ein Nachteil. Einmal nicht schießen, aber öffnen und einmal geht gar nichts mehr. Wie halt bei Mauser so. Das ist, ne? Was gibt es denn sonst noch zu sagen? Glas DD-Optik, nichts anderes wie Glas am Sündoch. Das ist ein Nachtfeige, müsste das sein. 2,5 bis 10 x 56. Wichtig, oder was an dem Glas cool ist, ist der Parallaxe-Ausgleich. Der geht runter bis unter 30 Meter, der geht sogar bis 20 Meter runter. Das wird interessant, wenn du mit Nachtsichtgerät arbeitest, weil da stellst du darüber nämlich dein Bild ein. Du hast ein wenig einen Leuchtpunkt. Das ist meiner Meinung nach einer der besten Leuchtpunkte auf dem Markt. Aktuell selbst bei dem, das ist die Generation 2, mittlerweile glaube ich gibt es Generation 3 auf alle Fälle. Ob es Generation 4 gibt, weiß ich jetzt gar nicht, oder wieder was Neues auf jeden Fall. Das ist also meiner Meinung nach, der Leuchtpunkt ist so fein einstellbar, den kannst du sogar mit Nachtsichtgerät nutzen, wenn du willst. Mach ich nicht, bin kein Fan vom Leuchtpunkt, ab und zu schalte den mal ein, aber ja, genau, so viel zum Glas. Dändlermontage, nichts anderes, weil wiederkehrgenau. Einfach zu wechseln das Glas, wenn es mal, also ich habe nichts anderes, ich habe bloß das, aber man will ja für alles gerüstet sein, falls mal was in der Zukunft kommt. Da hat er ein wenig einen Schalldämpfer, das ist mir auch ganz wichtig gewesen, weil ich habe keinen Bock immer mit Gehörschutz dann drüben zu rennen und ohne Gehörschutz schießt der Andreas nicht. Also Schalldämpfer, das ist ein Ära, ich mache mal, da fangen wir mal anders an, Schalldämpferschutz, habe ich mal drauf gemacht von Alpha Precisions, war den schöner Gruß. Erstens, weil er mir optisch gefällt, der ist, manche sagen vielleicht, der ist zu hell. Die Firma hat sie aber einen dunklen. Und mir gefällt einfach das Muster. Fand der einfach cool. Und es schützt natürlich den Schalldämpfer. Wenn es auf der Kanzel irgendwo doch mal ausstößt, klappert es nicht gleich, weil ne, das ist Neopren. Eigentlich ein cooles Ding. Ich habe es auf offene Sitz drauf, es fällt im Bild nicht auf. Schalldämpfer, Era Silencer SOB2. Das ist, glaube ich, von der Firma Recknagel. Da sind wir dann bei Phil, haben gefragt, warum die Helix weg ist, da mache ich aber ein eigenes Video dazu. Aber die Helix hat genau den Schalldämpfer gehabt und der Schalldämpfer war fertig. Also fertig, also total im Arsch. Und er hat immer nur gedämpft. Und deswegen habe ich gesagt, den will ich wieder haben. Genau. So, haben wir sonst noch was? Gewehrriemen. Ha! Ja, das sieht er, dass wir nicht bloß doof Werbung machen und dann gar nicht damit rausgehen. Sondern der doofe Riemen ist montiert und der bleibt auch da in dem Quer drauf, weil er geil ist. Punkt. Gibt es keine zwei Meinungen. So, Patronen noch was zu sagen. Ja. Gecko Plus ist ein Bleigeschoss, klar. Ist ein Hohlspitzgeschoss. Gute Wirkung, schießt mit der M18 Loch in Loch. Ich habe es probiert. Also nicht bloß auf Wild, sondern auch auf dem Schießstand. Das schießt wie Sau, das passt einmal frei. Ansonsten gibt es den Filz zu sagen. Das ist ein ganz cool, solides Quäler. Ein Nachteil hat sie. Das werde aber demnächst ändern. Die ist mit dem Schalldämpfer saumäßig kopflastig. Aber bei der M18 ist ja cool, der Hinterschaft ist komplett leer. Du machst die Klappen da auf, können wir mal machen. Du kannst das runter machen, momentan ist noch ein Styroporstück da drin. Das Styropor tust dann einfach raus, dann ist der komplett hohl und dann werde ich da quatschen. Nein, da. Also nicht lose, ist auch klar, ne? Sondern mit einem Säckler und quatschen. Nein, dann habe ich hinten ein bisschen mehr Gewicht und dann ist er nicht mehr ganz so kopflastig. So ist mein Plan. Schießen tut sie sich sehr angenehm, vor allem mit dem Schalldämpfer. Ich finde sie cool. Das ist auch für jeden Junge, ich habe gesagt, das ist eine Kaufempfehlung. Ein bisschen aufpassen muss man, sie rastet ein wenig. Also nicht am Lauf, sondern auf den Teilen da an der Seite, die sind glaube ich nicht präniert.
Da müsst ihr aufpassen wie Sau, dass er die immer gut ölen tut, weil sonst fangen sie das Rosten an. Ich habe jetzt eine ganz kleine Rostspur schon drauf, das ist aber Flugrost, das geht weg. Das ist aber irgendwo, wo man ein wenig drauf achten muss. Aber ansonsten, was soll frecken, ne? Gibt's sonst noch was? Gibt's noch was? Ja, für Jungjäger. Das Ding ist nicht teuer. Ich glaube, die kostet in der Standardausführung um die 1000 Euro. Das ist jetzt die Waldjachtausführung, die hat einen kürzeren Lauf. Der ist bloß 51 cm, der Standard ist 56. Wenn es dann nur kürzer geht, okay, bei 308 und 8x57 können es sogar noch ein wenig kürzer gehen. Bin aber jetzt nicht der Freund von diesen extrem kurzen Läufen, die wo dann unter 50 cm, teilweise unter 40 cm. Kann jeder machen, wenn es funktioniert, dann müsst ihr aber auf die Munition achten. Deswegen ein Standardlauf, 51 cm, schießt, passt. Und ist nicht ganz so langer Gießer, also ich finde es ein führiges Ding. Können wir mal messen, wie die Gesamtlänge ist. Blende Anna jetzt ein, wie lang sie ist. Fertig. Die kommt fertig mit Mündungsgewinde, kostet, ich bin mal ein, um die 1,3, 1,4. Und dann hast du quer, wo du drauf verlassen kannst, wo kein Magazin aus Versehen einmal rausfällt. Oder sonstiges. Schießt, geht, passt. Und kostet nicht viel Geld. In diesem Sinne, weitermachen. Mir ist noch ein wenig was eingefallen. Plastikmagazin 5 Schuss. Das ist ein Zickzack-Magazin, ganz einfach zu füllen, brauchst du bis von oben reinklicken, sau gut. Ist halt Plastik, aber mein Gott. Aber spart dann halt auch wieder Gewicht. Zum Schlossgang nochmal, wollte ich noch was sagen, das habe ich vorhin ganz vergessen, das ist ein Gewehr für unter 1500 Euro. Ich weiß nicht, mittlerweile mit der ganzen Inflation oder was, vielleicht kostet schon 1,5, müsste schauen, glaube ich aber nicht. Das ist ein Schlossgang. Ich habe mal eine Sauer 101 in der Hand gehabt, aber damit kannst du das nicht vergleichen, die geht wie Buddha. Das ist auch die 202 von Sauer. Die kostet aber ein paar Euro mehr. Aber wenn du jetzt das Ding da nimmst, ne, die hat einen Schlossgang. Also für das Querler. Mal langsam machen. Für so ein günstiges Ding. Ich habe es mal probiert. Ich bin mit ihrer fast so schnell wie mit der Helix mit dem Geradezug. Also das Ding. Ne. Geil. Fertig. Punkt. Amen. Da können viele andere nicht mithalten.